meine geschätzten Damen und Herren Abgeordneten, werte Ministerinnen, eine haben wir da, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher. Ich habe jetzt zu Beginn das Gefühl gehabt, dass eigentlich ein gemeinsames Budget hätte vorgelegt werden sollen, ein gemeinsames von der Bundesregierung beschlossenes Budget, habe aber nach den gestrigen Spitzen des Finanzministers, aber auch nach den Reden der beiden Klubobleute jetzt eher den Eindruck, dass hier ein Budget gegeneinander vorgelegt worden ist und von einem gemeinsamen Wollen diese Bundesregierung sehr weit entfernt ist. Und das ist mit Sicherheit bedauerlich, weil es nicht im Interesse der Österreicherinnen und Österreicher ist. Traditionell beginnen wir Grüne unsere Bewertung des Budgets auch mit vorsichtigen positiven Bemerkungen. Was bewerten wir hier positiv? Ich möchte das kurz anführen. Selbstverständlich, es ist in dem Sinn ein konservatives Budget. Es werden im Wesentlichen die fiskalpolitischen Ziele der Europäischen Kommission erreicht, angestrebt. Es gibt da und dort leichte Verbesserungen. Ich möchte erwähnen die Erhöhung der Mittel bei der Entwicklungszusammenarbeit. Klammer auf, ich möchte aber nicht, dass diese Mittel dafür verwendet werden, die zusätzlichen für Rückführungsmaßnahmen, sondern es sollte hier wirkliche Armutsbekämpfung, Entwicklungszusammenarbeit damit geschafft werden. Eine leichte Aufstockung, was das Integrationsbudget betrifft, leichte Aufstockung, was den Arbeitsmarkt betrifft. Und endlich wurden im Bildungsbereich zumindest einmal fürs Jahr 2017 300 Millionen Euro eingestellt. Das ist jedenfalls einmal positiv. Was ausgeblieben ist, das ist eine Verständigung über die großen Fragen, die großen Zukunftsherausforderungen und das, was tatsächlich jetzt angegangen werden muss, um im Jahr 2020, 2025 Zukunftssicherheit für die nächste Generation tatsächlich zu schaffen. Wir haben hier sehr klare Vorstellungen und ich denke, dass diese Vorstellungen von vielen hier im Haus geteilt werden könnten, wenn man sich einmal dazu durchringen kann, das gegenseitige Verhindern, das gegenseitige Hackselstellen einmal wegzulassen und sich wirklich auf die zentralen Zukunftsfragen zu konzentrieren. Das ist jedenfalls der gesamte Bildungsbereich, Investitionen von der Kinderbetreuung bis zu den Universitäten, Forschung und Entwicklung als absolute Prioritätensetzung, Arbeitsplätze, Investitionen in Arbeitsplätze. Hier haben wir auch ganz konkrete Vorstellungen, das mit Klimaschutz direkt zu verknüpfen. Ich komme dann später noch dazu. Senkung auf die Abgaben auf den Faktor Arbeit. Ich glaube, das hören wir schon seit 15 bis 20 Jahren. Investitionen in die soziale Absicherung und vor allem auch die steigende Kluft zwischen Arm und Reich auch in Österreich nicht aus dem Auge zu verlieren. Ich glaube, das sind Ziele, die wir alle gemeinsam unterschreiben können. Einen kleinen Seitenhieb oder Sidestep kann ich mir nicht ersparen. Also was den Punkt Investitionen in die soziale Absicherung betrifft, Herr Klubobmann-Lopatka, Sie haben wiederholt jetzt die Diskussion über die Mindestsicherung aufgemacht. Sie haben wieder von einem Deckel gesprochen. Und ich möchte das in aller Entschiedenheit noch einmal zurückweisen und einmal betonen, um wen es hier geht. Wenn Sie von einem Deckel bei der Mindestsicherung sprechen, dann sprechen Sie in erster Linie von Familien, die in Not sind und die mehrere Kinder haben. Und Familien, die in Not sind, die mehrere Kinder haben, ich habe zwei Kinder, das ist mit Sicherheit eine Herausforderung, weil wenn jemand drei Kinder oder gar vier Kinder hat, also hier den Alltag zu meistern, ist eine wahnsinnige Leistung. Und wenn man in einer sozialen Notsituation ist und sich auf etwas nicht mehr verlassen kann, nämlich unterstützt zu werden, das ist das, was Sie wollen hier kürzen, Sie wollen hier einschränken, geht das ausschließlich auf dem Rücken der Kinder, nämlich ausschließlich auf den Rücken der Kinder. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Das heißt, dass diese Kinder dann nicht mehr bei den Ausflügen mitfahren können, dass sie nicht mehr zu Geburtstagsfeiern eingeladen werden, weil da musst du nämlich ein Geschenk mitbringen. Das kostet wieder 15 bis 20 Euro. Das sind genau die Ausgaben, um die es geht. Es kann sich die Nachhilfe nicht mehr geleistet werden. Das sind genau die Themen. Und jeder Bürgermeister wird es Ihnen bestätigen. Diesen Familien muss man ja trotzdem helfen, auch wenn sie die Mindestsicherung hier deckeln wollen. Du musst diesen Mehrkindfamilien trotzdem helfen. Du kannst sie nicht einfach hängen lassen. Und das meine ich mit Investitionen in die soziale Absicherung. Arbeitsmarkt ist mit Sicherheit die große Herausforderung und wir haben hier ein sehr klares Konzept. Leider ist im Budget 2017 der Umweltbereich, der Klimaschutzbereich, alle Klimaschutzmaßnahmen mit weniger eingestellt als noch im Jahr 2016. Das mag jetzt einigermaßen verwundern, weil wir im Dezember des letzten Jahres alle sehr erfreut zur Kenntnis genommen haben, bis auf die Freiheitlichen, die haben es nicht mitratifiziert, dass sich die Staatengemeinschaft, alle Staaten dieser Erde gemeinsam auf ein Weltklimaabkommen geeinigt haben. Und das heißt, wir
beginnen jetzt mit einem großen Umbau unserer Industriegesellschaft. Das heißt, wir beginnen jetzt, Häuser zu bauen, jetzt eine Mobilität zu konstruieren, jetzt Autos zu bauen, die 2050 im Wesentlichen darauf hinausläuft, dass sie CO2-frei ist. Dass wir dieses Ziel erreichen, weniger als 2 Grad Erwärmung weltweit, das würde für Österreich im Übrigen auch ein wahnsinniger Vorteil, nicht nur für Landwirtschaft, auch für Tourismus und für die Wirtschaft bedeuten. Dieses Ziel können wir nur erreichen mit Investitionen. Und ich glaube, dass wir uns hier auch sehr, sehr, sehr gut darauf verständigen können, dass diese Investitionen Zukunftsinvestitionen sind und auch zusätzliche Jobs bringen. Paul Krugman hat jetzt in Salzburg bei seinem Besuch gesagt, wir sollten mehr über das Klima reden. Alles andere ist in der Relation völlig unbedeutend. Das Klima könnte auch eine Lösung für die wirtschaftlichen Probleme sein, die wir haben. Eine aktive Klimapolitik wäre ein wirtschaftlicher Stimulus für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Es ist erstaunlich, wie wenig wir darüber reden, auch wenn die Evidenz immer größer wird, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern. Immer weniger darüber reden. Ihr einziger Satz, Herr Finanzminister, gestern zum Klima, zum Klimaschutz, zum Klimaabkommen war, ja, ja, das ist schon wichtig und richtig, aber Sie warten jetzt einmal auf nächstes Jahr, da wird der Umweltminister eine Klimastrategie vorlegen und dann diskutieren wir ein bisschen über Maßnahmen. Ich finde, das ist in Anbetracht der Herausforderung also wirklich, wirklich, wirklich schwach, wirklich, wirklich, wirklich ignorant und wirklich, wirklich zukunftsblind. Also das Thema mit einem Satz so abzuhandeln. Geld dafür ist vorhanden. Wir orientieren uns hier sehr stark am Wirtschaftsforschungsinstitut, die erstens einmal berechnet haben, wie viel an klimaschädlichen Subventionen tagtäglich in Österreich beim Fenster hinausgeworfen werden und was wir tatsächlich mit Investitionen in diesem Bereich für Arbeitsplatz-Beschäftigungseffekte hätten. Sie sprechen jährlich von 16.000 bis 40.000 neue Arbeitsplätze, jährlich zusätzlich. Und das ist, finde ich, eine Option, die Sie mit diesem Budget leider vollkommen außer Acht lassen. Das bedauern wir, das bedauere ich. Und ich würde mir wünschen, dass genau diese Zukunftsverträglichkeit einen sehr viel höheren Stellenwert in den Diskussionen jetzt auch noch in den Ausschuss bekommen wird. Abschließend, was mich auch etwas verwundert oder uns verwundert hat, ist erstens das Stil untereinander und auch die offene Feindseligkeit, was einen Vorschlag des Bundeskanzlers betrifft, der an und für sich interessant war, nämlich die Frage New Deal. Bis auf sehr vage Ankündigungen haben wir dazu wenig gehört. Wir haben gehört, es soll um Reformideen gehen, Investitionen, öffentlich, private zu verzahnen. Dann kam ein Vorschlag zur Flexibilisierung der Arbeitszeit. Aber eine echte sozusagen gemeinsame Stoßrichtung in dieser durchaus diskussionswürdigen Frage vermisse ich. Und das ist schade. Beim Finanzrahmen haben die neuen Mitglieder der Bundesregierung, hat der Bundeskanzler noch keine Möglichkeit gehabt, Akzente zu setzen. Jetzt wäre eigentlich die Möglichkeit gekommen gewesen, hier neue Akzente zu setzen und wirklich Schwerpunktsetzungen vorzunehmen. Aber davon verspürt man im Budget leider Gottes überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Es ist extrem konservativ. Es sind im Wesentlichen die Finanzrahmenausgaben, Vorschreibungen fortgeführt und die großen tatsächlichen Herausforderungen sind im Wesentlichen ausgespart. Ich glaube, dass die Kommentatoren, die das so beschrieben haben, hier wärmen sich Rot und Schwarz schon für den nächsten Wahlkampf auf, recht haben. Ich habe nicht den Eindruck, dass es hier noch ein großes gemeinsames Wollen gibt, dass es ein großes gemeinsames Verständnis gibt über die Zukunftsfragen. Und das ist bedauerlich. Ich denke, wenn die Bevölkerung in Österreich eines satt hat, dann ist es diese ewige Streiterei, das ewige sich nicht verständigen können auf Reformen vom Bildungsbereich über den Integrationsbereich, über das Budget, hier ständig mit unterschiedlichen Positionen von Rot und Schwarz konfrontiert zu sein und keine Lösungen zu sehen. Wir würden das anders anbieten und ich würde mir wünschen, dass wir in den Ausschussverhandlungen den einen oder anderen Schwerpunkt, allen voran den Umweltschwerpunkt, vielleicht noch ausbauen können. Danke. Der Arbeitsmarkt ist die große Herausforderung der Zukunft. Leider sind die Bereiche Klimaschutz und Umweltbereich unterdotiert, sagt Eva Klawischnik und sie wirft dem Finanzminister vor, zukunftsblind zu sein.